Guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Na, warum sollte ich? Ja, alles schön durchgehen. So haben wir es gerne. Guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Ja, wenn es kalt ist, musst du dir warme Gedanken machen, ne? Also, gibt bestimmt, der Manfred gibt bestimmt was von seiner Wärme ab. 2,10 Euro zurück, die Dame, bitteschön. Ja. Hallöchen, die Dame, du möchtest eine Karte für 1,70 Euro haben, bitteschön. 1,70 Euro, das sind 2 Euro und 8 zurück, sind 9, bitteschön, danke. Preisstufe A auch noch. Und 2,10 Euro zurück. Bitte schön. Dankeschön. Guten Tag. Oh, oder wollten Sie eine Kurzstrecke haben? Können wir auch geben. Kein Problem. Bitte schön. Guten Tag, der Herr. Wenn Sie mit mir reden würden, würde es viel einfacher sein, Herr Sauer. Ach Mann. Warum redet ihr nicht mehr mit mir, hä? Ach so, du willst also eine Tageskarte, ja, dann sag das doch, mein Gott, um mir, ey. Bitte schön. Guten Tag. Guten Tag. Hier ist kalt, mach mal Heizung an. Ja, ist doch schon an. Das dauert nur ein bisschen, bis sie warm wird. Na, kommst du woher? Bitte schön. Ey, Busfahrer. Ja. Ich brauche einmal Freistufe A. Und das für Kinder. Auch das noch. Ich habe gehört für Erwachsene. Bitte schön. So, haben wir denn jetzt wieder alle eingeladen? Ja, das ist doch mal prima. So, dann machen wir die Schuppen dicht hier und ziehen hier ab hier. So, ja, dann erstmal herzlich willkommen auf der Karte Düsseldorf von der Meisterschmiede oder wie auch viele sagen, von der Schrottschmiede Gladbeck Group. Oder Gladbeck Software Group. Herzlich willkommen in der Buslinie 890 auf Ihrer Rückfahrt zum Parkplatz P2 an der Messe. Wir hoffen, Sie hatten eine schöne Zeit auf der Rheinkirmes. Die Fahrzeit beträgt ungefähr 20 Minuten. Die Rheinbahn wünscht Ihnen eine angenehme und sichere Heimreise. Ja, da, weil mir jetzt gerade die Anzahl einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Nochmal herzlich willkommen auf der Karte Düsseldorf von der Software Group Gladbeck, wie auch schon Metropole Ruhr oder auch Ruhrgebiet, Wuppertal und jetzt auch Düsseldorf schon seit vor ein paar Jahren erstellt hat. Und von Mallorca heißt sie herzlich willkommen auf der Karte Düsseldorf. Nein, Quatsch, ich heiße euch auch herzlich willkommen. Auf meinem Kanal und in OMSI 2, den neuen Bus-Simulator auf der Karte Düsseldorf. Ja, wir fahren heute mal die Linie 896, die von dem OGGS-Studio erstellt worden ist. Und ich habe die Ehre, diese Linie heute mal mit euch zu befahren. Und die Route oder die Linie führt von der Messe Düsseldorf, wo wir gerade vom Parkplatz D2 abgefahren sind, zum Düsseldorfer Flughafen, zum Düsseldorfer Airport. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Zum letzten Video, was ich hatte, was schon ein bisschen verstaubt worden ist, habe ich irgendwo in der Schublade gefunden.
Gibt es jetzt irgendwo den Link oben, links, rechts, unten, was weiß ich nicht wo. Ja, und wir hören uns dann gleich wieder, ne? Also ich fahre jetzt erstmal eine Runde. Und ja, der Bus ist rappelvoll, wie ihr seht. Und ja, ich hoffe, wir kommen gut in Düsseldorf an. Die Fahrzeit beträgt ungefähr 20 Minuten. Oder auch halbe Stunde, keine Ahnung. Wir werden mal gucken, was wir daraus machen. Und unser treues Gefährtchen heute, was uns nach Düsseldorf bringen wird, hoffe ich mal, ist ein Urbino, ein Solaris. Ja, ein Solaris Urbino 18 in der vierten Generation. Ich meine in der vierten Generation. Und ja, ich wünsche euch dann schon mal viel Spaß in der Metrobus-Variante. Und ja, ich wünsche euch dann schon mal viel Spaß und hoffentlich kommen wir gut an. Ja, die Links natürlich zu der Linie, zu der Karte, zu dem Bus und so weiter und so fort kriegt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Linie und bis gleich. Unfassbar, oder? Es ist schon wieder 30 Mal an. Ja, also eins muss ich euch erzählen. Ich bin die Linie gerade auch schon mal gefahren. Und ihr werdet es nicht glauben. Richtung Düsseldorf oder kurz vom Düsseldorfer Flughafen geht eine Brücke hoch. Und ich bin mit diesem Bus vollkommen versagt. Ich bin dem wieder zurückgerutscht. Aber das packe ich euch dann zum Schluss nach diesem Video noch mit dazu. Also nicht abschalten, sondern dranbleiben. Genau. Ja, Bus 27, ey. Ach man, der Kollege hat hier, glaube ich, die Pause, glaube ich. So, jetzt fahren wir hier jetzt gleich rechts und dann sofort wieder links auf den auf die Schnellstraße hier. Guck mal, wie hier rumkommt. Nordfriedhof. Ja, zum Nordfriedhof, genau. Na komm, husch, husch. Ich komme hier nie weg, ey. Das ist doch hier zum Kotzen. Nee, 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 nee. Links, rechts gucken und du bleibst jetzt da stehen. Ich habe. Jetzt bin ich. Fährt der einfach durch den Bus durch? Ich glaub's nicht. Albio, ey. Du hast es ja nötig. Fährt der einfach durch den Bus durch? Ich glaub's nicht. Ja. Fährt der einfach durch den Bus? Oh. Ein umgefallenes Verkehrsschild. What? Wer fährt eigentlich den Bus? Oh, ein Fahrkartenautomat. Auch gut. Upsa. Ui. Im realen Leben würde ich jetzt richtig viele Unfälle gemacht haben. Egal. Mal hier rüberfahren hier, ne? Oh. Der Bordsteinkiller. Unfassbar, oder? Unfassbar. Kann man hier nicht schneller fahren oder so? Ich sehe gar kein Verkehrsschild. Dann fahren wir eben 50.
Ja, in der Umsi-Branche gab's ja zurzeit nicht so vieles Neues. Ich weiß nur, dass es ein neues Bus-Add-on gibt, und zwar der New Line MAN City ist erschienen in mehreren Varianten von Bussen. Die kann ich euch natürlich auch zeigen, wenn ihr möchtet. Dafür könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die gerne sehen möchtet. Und es gab ja auch vor kurzem ein Release von der Alheim V4. Die habe ich mir natürlich auch runtergeladen aus dem Omsi-Forum. Omsi-Forum? Oder war das Rebox? Oder Webdisk? Ich glaube, Webdisk war das. Ach, scheißegal. Ich schmeiße euch einfach den Link hier unten mit rein. Und wenn ihr natürlich davon auch noch Linien sehen wollt, von Alheim V4, dann schreibt mir die doch mal unten in die Videobeschreibung. Oh, in die Kommentare. Und ihr dürft euch natürlich auch Szenarien wünschen wie Wetter, Sonnenschein, Regen, Schnee, was auch immer euch einfällt. Schmeißt es da unten rein und ich werde gucken, was ich euch da erfüllen kann für Wünsche. Und natürlich werden von Düsseldorf auch noch die Linie 721 kommen. Da habe ich mir überlegt, vielleicht auch eine XXL-Folge. Das heißt, wir wären mit einem Doppelgelenkbus, wenn wir diese Linie befahren, die Linie SB51. Werdet ihr dann natürlich auch noch sehen von der Theodor-Reuss-Brücke, wo wir jetzt hier gerade sind, zum Düsseldorfer Flughafen. Und die 721 fährt ja von, weiß ich nicht, von irgendeinem Weg von nach Düsseldorf. Und ihr dürft natürlich auch mitentscheiden, wo ihr die Linie 721 sehen möchtet. Ob ihr die jetzt vom Flughafen direkt aus sehen wollt oder von der anderen Endhaltestelle, das lasse ich euch mal entscheiden, genauso wie mit Alheim V4. Und ja, ihr dürft euch natürlich auch Busse wünschen. Ob ich die in meinem Petto habe oder ich kann die irgendwo herholen, weiß ich noch nicht. Schreibt es einfach mal unten rein. Ich versuche mein Bestes. Und ja. Gleich kommen wir an der Haltestelle Nordfriedhof an. Ich weiß zwar nicht, welche Haltestelle das ist, aber scheißegal. Ja, okay, scheißegal ist es nicht, aber unfassbar, oder? Dass wir fast gleich schon wieder da sind. Und ja. Ich quatsch so viel, ist unfassbar sowas. Ja, und ich hoffe mal, ihr seid auch noch gesund, nicht an Corona oder sonst irgendwas. Also hier steigen die Leute, glaube ich, auch noch ein. Ist das hier Nord? Ach, was weiß ich. Ich schmeiß mal die Türen auf. Ich lasse die einfach mal hier einsteigen. Hier ist der Einstieg. So, alle schön durchgehen, alle einsteigen. So, sind wir drin. Ja, Türen zu. Und Abflug. Ihr wollt Nordfriedhof aussteigen, meine lieben Damen und Herren. Deswegen bleiben die Türen auch zu. So. Und Nordfriedhof kommt da drüben. So, jetzt müssen wir hier mal so ein Schlenkerchen fahren. Ja, vorhin, wo ich noch gefahren bin, stand hier noch ein Auto. Aber wir müssen jetzt hier rum. Ja, und warten, dass die Ampel grün wird. Wie jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre. Das ist echt nicht mehr normal. Das ist unfassbar. Ja, natürlich gibt es auch noch andere Linien in Düsseldorf, wie die, hoffentlich nicht die 729. Ob man die fahren kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die OGGS echt gute Arbeit geleistet. Die haben auch den Bus ein bisschen modifiziert. Dazu gibt es die Links auch noch unten in der Videobeschreibung. So soll es ja nicht sein. Und ja, mal gucken, wann die Ampel hier das Grün gibt. Ja, das letzte Video ist schon ein bisschen veraltet, habe ich ja gerade schon gesagt. Ein bisschen zu alt. Und natürlich gibt es das wie den Videolink auch noch unten in der Videobeschreibung. Soll ja kein Thema sein. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf meinem Kanal, kann ich euch nur einen Tipp geben. Unten rechts ist
einen Abonnier-Button, wenn ihr möchtet. Abonniert mich! Und wenn ihr ein bisschen wartet, könnt ihr auf die Glocke anklicken, dann verpasst ihr nichts. Sie möchten eine Tageskarte, junger Mann. Ja, dann machen wir Ihnen doch den Wunsch glücklich. So, bitte. Sie wollten doch Tageskarte haben, oder nicht? Oder wollten Sie Freistufe A haben? Sollte mal weniger quasseln. So, wollen Sie die haben? Ja, genau, die. Nö, ist ein bisschen zu viel, oder nicht? Ach, hätten Sie sich mal ein Eishorn kaufen können bei dem super geilen Wetter hier. So, Türen zu, Affe tot. So, und Abflug. So, die Straße ist auch frei, dann können wir hier abdüsen. Upsala. Oh. Na komm. Ich fahr doch hier nicht um den Tempel, ey. Am Roten Haus. Am Roten Haus. Tisch ab. Kleines Auto. Unfassbar, oder? 80, Vollstorf. Er hat mich sogar noch reingelassen. Das sind aber nette Fahrer, die Auto, die Düsseldorfer. Ja. Ja, und der Kollege vor uns fährt mit einem normalen Urbino 18 Generation 4, zwar nicht als Metrobus, sondern als normaler Bus, und davor fährt, glaube ich, die 721. Ja, wir haben ja 4 Minuten Verspätung, ne? Also das Spinner, unfassbar. Unfassbar, diese Fahrer hier. Also. www.rheinbahn.de Urbino 18. Drei Urbino 18 Busse hintereinander. Das sieht man nicht alle Tage. Und alle haben nur ein Ziel. Düsseldorfer Flughafen. Hoffentlich scheiße ich nicht gleich wieder am Berg ab, ey. Wo ich gerade schon abgeschissen bin. Ah, die Kollegen müssen ja auch abscheißen, wenn wir da hoch wollen. Naja, schauen wir mal. Verwaltung. Also sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie jetzt, liebe Fahrgäste, wenn ihr jetzt
noch die SB51 oder die Linie 721 erreichen wollt, den Anschluss kann ich euch gerne sagen, die fahren gerade vor uns. Also wer die noch haben will, bitte einmal melden. Ich funke die dann auch an, dass sie warten sollen. Auf uns. Dass wir einen Umsteiger haben. Manfred! Können Sie nicht aufpassen? Doch, kann ich, aber ihr könnt ja auch nicht aufpassen. Hinsetzen! Oh, Herr Sauer! Der ist immer sauer. Achtung, Fluglärm, Baustelle, 30 km/h. Guckt euch mal die Leute an. Waren einfach bestehende Autos. Naja, KI-Fahrzeuge halt. Flughafen Düsseldorf. Bitte achten Sie auf Ihr Handgepäck und lassen Sie keine Gegenstände oder Taschen im Bus liegen. Die Rheinbahn wünscht einen guten Flug. Die Polizei. Na komm, lass mich doch auch hier rum. Ich bin doch nur ein Busfahrer. Ja, und von mir, von Micha, wünsche ich euch auch einen schönen Flug, liebe Fahrgäste. Kommt gut nach Hause. Kommt gut in den Urlaub. Kommt gesund wieder. Bringt uns bloß nicht Corona mit. Obwohl, Corona ist ja schon da. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeiner Rückfahrt auf einer anderen Linie wieder, liebe Fahrgäste. Und ich wünsche euch viel Spaß und wir fangen nun an, Düsseldorfer Flughafen. So. Hätte es ja mal blinken können. So, ja, dann würde ich auch mal sagen, von meiner Seite aus danke ich euch fürs Zuschauen, liebe Leute, liebe Gäste. bei der Linie 896 von der Messe Düsseldorf zum Flughafen Düsseldorf. Ich wünsche euch noch viel Spaß und viel Vergnügen bei dem, was ihr jetzt immer noch tut. Ihr könnt jetzt noch bis zur Endhaltestelle mitfahren. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder irgendwo in Düsseldorf oder irgendwo auf irgendeine andere Karte unterwegs sind, heiße ich euch wieder herzlich willkommen und willkommen an Bord. So, das war's und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Micha von Micha's Let's Play. Tschüss.
Ach so, falls ihr es vergessen habt oder erst später eingeschaltet habt, jetzt gleich noch nicht abschalten, weil da kommt gleich noch noch ein Video im Anschluss, so ein kleines Outtake, wie ich vorhin am Berg gehangen habe, wo wir gerade hochgefahren sind. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr wieder nichts. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und hoffentlich macht jetzt diese Scheißschranke hier auf. Ja, und tschüss, liebe Leute, natürlich. Wünscht euch was. Alheim V4, Düsseldorf, welchen Bus, welches Szenario, welches Wetter. Einfach in die Kommentare reinpfeffern. Und wenn ihr so nett seid, lasst ein Däumchen nach oben da. Ja, dann geht das auch. Viel fixer. So, und tschüss. Geht mal wieder. Geht wieder nicht. Dienstfahrt. Ach du Scheiße, ist ja alles voll geschissen, oder? Irgendwas stimmt doch hier nicht mit dem Busplan. Was steht denn hier vorne? SB51? Naja, dann lasse ich euch hier in der zweiten Reihe raus. Boah, hier muss immer der Bus sich so hoch quälen. Oh Mann, das tut schon weh. Nein, 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 nein. Was ist das denn jetzt schon wieder? Und nochmal, komm. Ich komme den Berg hier nicht hoch. Was ist das denn für ein Scheiß?